So, wir sind jetzt wieder zurück auf dem Weg zu den Video Days, zum zweiten Tag. Ich hoffe mal, heute wird es alles besser, weil gestern habe ich draußen 2 Stunden angestanden, um dann drinnen nochmal 2 Stunden anzustehen, um dann zu den großen YouTubern zu kommen. Und dann ja, war ich so vielleicht 20 Minuten, hätte ich noch anstehen müssen, haben sie gesagt, ja, jetzt kommt keiner mehr rein. Also stand komplett umsonst an. Und ja, jetzt habe ich halt dann nur 4 kleinere YouTuber getroffen. Mit 2 habe ich ein Fotos gemacht. Und zwar, das sind beides Musiker, mit Chris Brenner und mit Yannick Brunke. Ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr mal reinschauen. Ja, wir sind jetzt gerade im Auto. Gestern war ich ja noch alleine unterwegs. Heute ist der Toni mit dabei. Hi Toni. Hi Lukas. Coole Brille. Danke. Ja, es ist jetzt, keine Ahnung wie spät, 10.30 Uhr oder so. In einer halben Stunde machen sie auf, aber wir fahren. Ja, also wir haben noch 1,5 Stunden, 1 Stunde, je nach Verkehr zu fahren. Ja, hoffentlich müssen wir heute nicht mehr ganz so lange anstehen. Und damit wir pünktlich ankommen, fahren wir jetzt auch erstmal weiter. Wir sehen uns dann bei den Video Days wieder. Ich glaube, ich habe gerade nur die Luft gefilmt, egal. Aber auf jeden Fall. Beste Plätze, beste Sicht, schön nah an der Bühne. Na gut, Sicht passt eigentlich doch sogar. Wenn nicht gerade jemand durchs Bild läuft, kann man einigermaßen was erkennen. Wow. Kann ich
Wir grenzen niemanden aus. Wir nehmen jeden auf und wir sind freundlich untereinander und zu jedem anderen. Das ist unsere Botschaft von den Video Days 2015. Viel, viel, viel Spaß mit seiner Band Chris Breyer! Auf mein Kommando springen wir alle. Ready? Bauen Sie sich komplett aus. Das ist wirklich am besten. Ja, oh, guck mal, romantisch. Von irgendwelchen Hatern, die uns sagen, du bist zu hässlich, du bist zu dick.
schwach. Und heute ist der Tag, wo die Videowelt 2015 ein Zeichen setzt und sagt, nein, wir sind gegen Vorurteile, wir sind gegen solche blöden Kommentare und wir wehren uns. Kannst du mal die Fresse halten, wenn ich hier ein Video machen will? Okay. Danke. So, wir sind jetzt wieder von den Videodays zurück, beziehungsweise stehen gerade im Parkhaus oder rollen langsam in Richtung Ausfahrt. Wann darf ich aufhören, die Fresse zu halten? Ja, Show war auf jeden Fall mega geil, auch viel besser organisiert als gestern. Also mal schnell reingekommen, schnell wieder raus, meine Bremse klingt gut. Ja, war mega geil eigentlich auch so. Ich bin jetzt mal ein bisschen taub auf den Ohren, so hohe Töne höre ich glaube ich nicht mehr. Kannst ja so einen YouTube-Wettbewerb mitmachen. Noch. Unbedingt. 7000 Euro, wenn du Erste wirst und Platz auf der Bühne. Ohne Scheiß, gell? Du musst nur gut sein. Das wäre halt schon eine Überlegung wert. So, wir sind jetzt in der Nähe von Limburg. Jetzt ist dunkel. Jetzt ist hell. Jetzt ist wieder dunkel. Jetzt ist wieder hell. Und ja, da vorne ist so ein schönes Logo und im Hintergrund ist jetzt voll der schöne Sonnenuntergang. Das ist Absicht, gell? Natürlich, das habe ich geplant. Nee, wir fahren natürlich zum KFC. Selbstverständlich. Und Schleichwerbung, ne? Sieht. Man könnte natürlich auch zum McDonald's und Burger King und Subway und... Zum Glück ist es leer. Die Scheibe klemmen, ja. Es wäre echt beschissen, wenn hier viel los wäre.